WhatsApp bringt schon wieder eine neue Funktion raus und dem dänischen Fußballspieler Eriksen geht soweit gut. Er meldet sich zum allerersten Mal aus dem Krankenhaus. Das und mehr gibt's jetzt für euch bei Push und somit Hallihallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Anna hier für euch im Studio. WhatsApp hat ja gerade erst eine neue Funktion rausgebracht, und zwar, dass man Sprachnachrichten schneller abspielen kann. Jetzt haben sie schon wieder eine neue Funktion angekündigt, und zwar zum Schutz der Privatsphäre. Mit der neuen Funktion gibt es die Möglichkeit, Nachrichten zu verschicken, die dann vom Empfänger nur einmal angesehen werden können. Das könnte zum Beispiel dann nützlich sein, wenn man Familienmitglieder ein Passwort schicken muss. Aber auch so sollen sich Chats nach einer bestimmten Zeit einfach selbst löschen. Der WhatsApp-Chef Will Cathcart meint nämlich, dass die Menschen insgesamt nicht wollen, dass ihre Nachrichten für immer erhalten bleiben. Weiß nicht, wie es euch geht, aber das kann ich eigentlich nur bestätigen. Mich nervt es immer total, wenn dann WhatsApp viel zu viel Speicher braucht. In Wien hat ein Vater 76.000 Euro Alimente gezahlt. Ja, soweit so gut. Jetzt stellt sich aber heraus, dass das Kind, für das der 45-jährige Wiener Alimente gezahlt hat, gar nicht sein Kind ist. Jetzt muss die Mutter, der biologische Vater und die Tochter die Summe zurückzahlen. Nach 2 Jahren ließ sich damals das Paar scheiden und danach war für den Wiener klar, dass er logischerweise Alimente zahlen muss. Seine Ex-Frau hat ihm aber dann den Kontakt zum Kind unterbunden und nach mehreren Gerichtsverhandlungen und dann Gerüchten eben, dass er nicht der leibliche Vater sei, kam es dann zu einer Vaterschaftsanfechtung mit DNA-Test und da kam raus, er ist nicht der biologische Vater. Die Mutter gab dann schließlich den biologischen Vater bekannt, der nun zum Handkuss gekommen ist und durch die Rückzahlung in Privatkonkurs gegangen ist. Auch die Tochter muss fast 15.000 Euro zurückzahlen. Weiter geht's mit Klatsch und Tratsch rund um Kate Moss. Die wird nämlich zur Tattoo-Künstlerin. Oder ja, so ähnlich. Ein Kumpel von ihr ist nämlich Tattoo-Künstler und den hat das 47-jährige Model einfach gefragt, ob er ihr denn das Tätowieren beibringen könnte. Der Grund ist auch ein ziemlich geiler, und zwar hat sie gesagt, sie würde gern tätowieren lernen, damit sie nach Glastonbury gehen könnten, um dort Leute zu tätowieren. Dann kam sie auf einmal auf die grandiose Idee, dass sie gleich mal ihren Kumpel testweise tätowiert, und zwar mit einem schönen Schriftzug, Kate, und mit einem Herz. Ja, sie hat zwar noch keine Ahnung gehabt, was sie da überhaupt tut, es war angeblich auch sehr schmerzhaft und tief, aber ihr Kumpel dachte sich halt nur, ja, lass sie halt machen, sie ist halt Kate Moss. Mir geht's gut, den Umständen entsprechend. Mit diesen Worten meldet sich der dänische Fußballspieler Christian Eriksen aus dem Krankenhaus. Nachdem er ja am Samstag beim EM-Auftakt ohne erkennbaren Grund einen schockierenden Zusammenbruch hatte, war die ganze Fußballwelt erstmal extrem besorgt. Nun kann aufgeatmet werden. Eriksen befindet sich auf dem Weg der Besserung und postet das allererste Bild aus dem Krankenhaus. Mit einem Lächeln im Gesicht und einem Daumen hoch bedankt er sich an all die netten Grüße und Nachrichten aus aller Welt. Die Ursache für den Kollaps ist allerdings noch nicht geklärt. Darum müsste er sich in der Klinik noch weiteren Untersuchungen unterziehen. Er sei aber okay und sein Team wird er jetzt als Fan anfeuern. Wir bleiben gleich bei der Euro, und zwar geht es jetzt um unsere österreichische Nationalmannschaft. Die hatten ja am Sonntag einiges zu jubeln, denn sie haben das allererste Mal bei einer Euro gewonnen. Davor waren ja viele Menschen in Österreich skeptisch. Aber wie ist denn jetzt so die Erwartungshaltung gegenüber dem österreichischen Nationalteam? Ja, wir steigen auf jeden Fall auf. Holland, mit viel Glück vielleicht der Unentschieden, aber Ukraine schlagen wir sicher und wir kommen weiter. Wir sind doch sehr gut, wir sind die Ersten, bitte sehr. In der EM und wir führen, besser geht's nicht. Ich habe gerade noch geschaut, gegen wen sie als nächstes spielen. Ich glaube, es ist Holland oder so. Ich weiß nicht, wie es da ausschauen wird. Also mal schauen. Ich hoffe natürlich, dass sie gewinnen, aber ich glaube eher nicht. Ja. Aber ja, schauen wir mal. Ja, ich glaube, die schaffen es schon ganz weit so. Halt Nordmazedonien, ich finde so, das war gar kein Gegner so für Österreich. Und ja, halt so dieses eine Tor, was die erzielt haben, war ein Glückstreffer, sonst wäre es eh 3-0 geworden. So, deswegen ist mir von Anfang an klar gewesen, dass Österreich gewinnt. Das weiß ich leider nicht, aber ich glaube schon ins Achtelfinale, so das könnte sich schon ausgehen. Österreich hat ja als nächsten Gegner die Niederlande.
Gespielt wird in Amsterdam und das ist ja normalerweise the place to be für Städtetourismus. Aus dem Rathaus heißt es aber jetzt, dass nur noch respektvolle Besucherinnen und Besucher in der Hauptstadt erwünscht sind. Auf gut Deutsch heißt das, keine Fortgetouris mehr. Ein Stadtrat hat dazu auch gesagt, wenn es Ihre Absicht ist, die schönste Stadt der Welt zu sehen, kommen Sie bitte nach Amsterdam. Wenn es Ihre Absicht ist, aber auf Sauftour zu gehen und sich im Peniskostüm daneben zu benehmen, fahren Sie bitte woanders hin. Gerade im Rotlichtviertel geht es am Abend so richtig ab. Viele Besucherinnen und Besucher schlafen dann auch in ihren Fahrzeugen, weil sie aus dem Umland kommen und dann dort einfach übernachten. Mit Radklemmen und verstärkten Kontrollen will jetzt die Stadtregierung dagegen vorgehen. Sollte es immer mehr ausufern, steht auch die Überlegung im Raum, den Verkauf von Alkohol in bestimmten Stadtteilen, wie eben zum Beispiel im Rotlichtviertel, zu verbieten. Durch die Pandemie waren ja ganz viele Leute alleine und darum haben sich viele dazu entschlossen, einen Hund zu nehmen, da man ja weder in ein Lokal gehen konnte oder auf Urlaub fahren konnte. Tierheime haben aber davor schon gewarnt und immer wieder betont, dass ein Tier wirklich gut überlegt sein soll. Nach den Lockerungen der Maßnahmen in Österreich ist nun leider genau der Fall eingetreten, dass viele Tierchen, die unüberlegt genommen wurden, ins Tierheim gebracht oder sogar ausgesetzt wurden. Vor allem Hunde sind davon betroffen. Bis vor kurzem war zum Beispiel im Tierschutzhaus Vösendorf noch nichts zu spüren. Nun haben sich jedoch die Abgabeanfragen bei Hunden verdreifacht, was sie langsam an ihre Kapazitätsgrenzen bringt. Das Team will nun diesen Trend entgegenwirken, indem sie die Haustierbesitzer entsprechend beraten und Trainingsmöglichkeiten vorschlagen, um eine Abgabe zu verhindern. So, es bleibt haarig und wir kommen nun zur Westminster Kennel Club Dog Show. Bei diesem Event werden seit mehr als 140 Jahren Hunde prämiert. In diesem Jahr konnte sich dieser flauschige Pekinese durchsetzen, vielleicht auch, weil seine Haarpracht Erinnerungen an den Corona-Lockdown weckte. Der Besitzer von Wasabi, also so heißt dieser Flauschknäuel eben, ist natürlich auch hin und weg und meint, dass Wasabi gerade mit seiner Ausstrahlung, Bewegung und seinen Showqualitäten überzeugt hat. Wasabi hat 2000 weitere Hunde von mehr als 200 Rassen hinter sich gelassen. Normalerweise findet das Hundespektakel im Zentrum der Stadt statt, aber aufgrund von Corona fand es ohne Zuschauerinnen und Zuschauer am Land statt. Die Doggos werden, by the way, unter anderem danach beurteilt, wie sie sich bewegen und ob ihr Gesichtsausdruck wachsam oder fröhlich wirkt. Das war's auch schon wieder mit dem Push-Magazin. Schön, dass ihr mit dabei wart und bis bald! Boom, 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 boom.